Das Ostviertel hat seine eigene Bücherei. Doch das ist und war nicht immer selbstverständlich. Birgit Storb, Vorsitzende des Fördervereins Bücherei Hansa e.V., wohnt selbst seit 20 Jahren mit ihrer Familie im Ostviertel und konnte dadurch die Entwicklung der Stadtbücherei am Hansaplatz hautnah miterleben. Meine drei Kinder sind dann hier. Mit denen zusammen haben wir hier die Bücherei besucht. Jetzt gerade, wo wir hier stehen, das war so die Lieblingsecke von meinen, besonders von meinen Söhnen. Die haben mit Leidenschaft die Comics und Bücher, wie wir so ein bisschen lebendige Bücher sich hier angeschaut, in diesen Sitzsäcken gesessen. Ja, und durch diese Erfahrung, dass meine Kinder es hier so genossen haben, war ich sofort dabei, als mich jemand ansprach, ob ich mit dafür kämpfen würde, dass diese Bücherei erhalten bleibt. Das stand nämlich zur Debatte. Für Birgit Storb unverständlich. In einer Bildungsstadt wie Münster dürfe man den Stellenwert einer Bibliothek nicht unterschätzen. Damals war gerade PISA auch die Studie, dass immer mehr Kinder den Zugang zu Büchern verlieren, weil die Eltern zu Hause nicht die Zeit haben, vorzulesen, müssen beide arbeiten. Und das hier alles findet ja hier statt. Hier kriegen die den Zugang zu den Medien. Und nicht nur für Kinder, auch für ältere Leute. Da kannte ich viele aus dem Viertel, die das sehr geschätzt haben, wenn sie hier hingekommen sind, dass sie auch immer eine Beratung sofort hatten. Grund genug, für den Erhalt der kleinen Bücherei zu kämpfen. Man nutzte kreativen Protest, um auf sich aufmerksam zu machen und sammelte insgesamt um die 4000 Unterschriften. Damit haben es die Leseratten geschafft, den Kulturausschuss von sich zu überzeugen. Ja, und dann ging das eben so, dass wir dann vor 10,5 Jahren einen Aufruf machten, wer hat Lust, in der Bücherei zu arbeiten. Da haben wir aus diesen 50 Interessenten, sind dann 20 Freiwillige ausgewählt worden. Und die sind dann für diese Tätigkeit durch die Hauptstelle der Stadtbücherei durch dortige Fachkräfte geschult worden. Einige sind jetzt schon 10 Jahre dabei. Das zeichnet auch nochmal hier so dieses Team aus, dass sie Menschen sind, die das auch sehr bereichern. Weil jeder bringt ja seine Persönlichkeit und Kreativität mit herein und hat da nochmal so seine, ja, legt nochmal so Schwerpunkte in die Arbeit, die eine Hauptamtliche gar nicht Zeit dafür hat. Deshalb wird die Zweigstellenleiterin Frau Stammnitz an den 5 Öffnungstagen von je 2 Freiwilligen bei der täglich anfallenden Arbeit unterstützt. Angefangen bei der Verbuchung und Recherche, über die persönliche Beratung und die Pflege und Etikettierung der Bücher bis hin zum Einräumen und Sortieren. Hinter dem Team steht der Förderverein, der sich unter anderem durch die Aufteilung von Haupt- und Zweigstellen der Stadtbibliothek in Münster um alle Grundlagen kümmert. Auch organisatorisch passiert einiges hinter den Kulissen und das nicht nur, wenn es um Teamsitzungen oder die Weiterbildung der Mitarbeiter geht. In den letzten 10 Jahren haben alle 20 Freiwillige oder Ehrenamtliche zusammen ca. 11.000 ehrenamtliche Stunden geleistet. Und das, ja, das dann als Dankeschön in Form von einem Ausflug zusammen und zusammen ein Weihnachtsessen, das ist so, ja, das ist das, was wir zusammen dann planen. Dabei gerät die Hauptaufgabe der Bibliothek niemals in den Hintergrund. Dann gucken wir zusammen mit der Zweigstellenleiterin, was können wir hier noch anbieten für die Kinder? Welche Veranstaltungen möchten wir für die Erwachsenen anbieten? Von Lesungen bis Theatervorstellungen, hier kommt jeder auf seinen Geschmack. Für Menschen, die dieses Angebot auch mit eigenen Ideen ergänzen möchten, stehen die Türen des Fördervereins immer offen. Da würden wir uns total freuen, wenn es jemand gibt, der sagt, ja, ich habe total Lust, mich mitzuengagieren. Das wäre zum Beispiel in Form, sich zu überlegen, was wollen wir hier noch anbieten. Damit die Bücherei am Hansaplatz auch noch in Zukunft als Zuhause für alle Leseratten des Ostviertels bestehen bleibt.